Willkommen zurück. Du bist bereits mit Potenzen mit natürlichen, negativen und rationalen Exponenten vertraut. All dieses Vorwissen werden wir in diesem Video benötigen. Nach diesem Video wirst du Potenzen mit irrationalen Exponenten verstehen und auch wissen, warum diese besonders sind. Ich werde in den folgenden Ausführungen oft die Variable x verwenden. Diese sei bis auf Weiteres eine natürliche Zahl. Wir wollen zunächst Potenzen mit einer natürlichen Zahl im Exponenten betrachten. Das heißt Potenzen der Form x hoch n, wobei das n eine natürliche Zahl sein soll. Die Vorschrift für diese Potenzen kennst du bereits aus unserem letzten Video. X hoch n ist gleich x mal x mal x, das Ganze n mal. Das heißt, die Zahl x wird n mal mit sich selbst multipliziert. Nun wollen wir Potenzen mit einer negativen Zahl im Exponenten betrachten. Das heißt Potenzen der Form x hoch n, wobei n diesmal Element aus den ganzen Zahlen ist. In den ganzen Zahlen sind die negativen Zahlen enthalten. Die Rechenvorschrift für diese Potenzen kennst du ebenfalls bereits aus unserem letzten Video. X hoch minus n ist gleich 1 durch x hoch n. Was wir aber jetzt neu lernen, ist die Erkenntnis, dass wir jede Potenz mit einer negativen Zahl im Exponenten auf eine Potenz mit einer positiven Zahl im Exponenten zurückführen können. Im nächsten Schritt betrachten wir Potenzen mit einer rationalen Zahl im Exponenten. Das heißt Potenzen der Form x hoch q, wobei q Element aus den rationalen Zahlen sein soll. Ein Beispiel hierfür ist 4 hoch 1,5. Bei diesem Beispiel stoßt leider unsere menschliche Vorstellungskraft schon an ihre Grenzen. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, die Zahl 4 1,5 mal mit sich selbst zu multiplizieren. Was wir aber machen können, ist den Ausdruck umzuschreiben als 4 hoch 3 halbe. Das heißt, auch wenn diese Darstellung der Potenz richtig ist, verwenden wir lieber eine Darstellung der Form x hoch m durch n, wobei m und n Element aus den ganzen Zahlen sein sollen und n größer gleich 1 sein soll. N soll größer gleich 1 sein, um hier keine Division durch 0 zu bekommen. Die Rechenvorschrift für diese Potenzen haben wir ebenfalls bereits in unserem letzten Video kennengelernt. X hoch m durch n ist demnach gleich die nte Wurzel aus x hoch m. Was jetzt aber neu ist, ist die Erkenntnis, dass wir jede Potenz mit einer rationalen Exponenten auf eine Potenz mit einem ganzzahligen Exponenten und eine Wurzel zurückführen können. Für unser Beispiel bedeutet das, wir können 4 hoch 3 halbe schreiben als die Wurzel aus 4 hoch 3 und das Ergebnis hierfür ist 8. Nun betrachten wir Potenzen mit einer irrationalen Zahl im Exponenten. Das heißt Potenzen der Form x hoch b, wobei b Element aus den reellen Zahlen sein soll. In den reellen Zahlen sind natürlich die irrationalen Zahlen enthalten. Beispiele hierfür sind 3 hoch Pi oder auch 4 hoch Wurzel 2. Auch hier stoßt leider wieder unsere menschliche Vorstellungskraft an unsere Grenzen. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, die Zahl 3 Pi mal mit sich selbst zu multiplizieren. Eine Überlegung wäre vielleicht, einen ähnlichen Zugang wie bei den rationalen Exponenten zu wählen, und zwar die irrationalen Zahlen auf irgendeine Art und Weise auf die ganzen Zahlen zurückzuführen. Allerdings erkennen wir hier sofort, dass wir damit scheitern werden, weil es für die irrationalen Zahlen keine andere Darstellungsmöglichkeit gibt. Das heißt, wir können leider für Potenzen mit irrationalen Zahlen keine Rechenvorschrift finden. Was wir aber machen können, ist uns dem Ergebnis anzunähern. Dazu werfen wir nun einen Blick auf das Arbeitsblatt. Hier oben haben wir ein Beispiel für eine
Potenz mit einem irrationalen Exponenten gegeben, nämlich 4 hoch Wurzel 2. Und nebenbei ist der Ausdruck nochmal näherungsweise geschrieben, 4 hoch 1,4 und so weiter. Deine Aufgabe ist es nun, diese beiden Ausdrücke mit dem Taschenrechner zu berechnen und die Ergebnisse zu vergleichen. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, ich habe die Rechnung bereits in einem separaten Fenster vorbereitet. Wir sehen hier, dass wenn wir 4 hoch Wurzel aus 2 berechnen, wir ungefähr 7,103 herausbekommen. Und auch wenn wir 4 hoch 1,41 und so weiter, das heißt hier näherungsweise Wurzel 2 berechnen, wir ebenfalls ca. 7,103 als Ergebnis bekommen. Das bedeutet, es macht Sinn zu versuchen, Potenzen mit irrationalen Exponenten näherungsweise zu berechnen. Wir können unser Ergebnis, also unser angenähertes Ergebnis 7,103, hier hinschreiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir dieses Ergebnis so genau wie möglich machen. Und dazu hilft uns der Grenzwert von Folgen. Wir können nämlich die irrationale Zahl Wurzel als 2 als Folge darstellen, nämlich die Folge 1, dann 1,4, 1,14 und so weiter. Das ist eine Folge, die sich dem Wert von Wurzel 2 immer genauer annähert. Wenn wir diese Folge nun in den Exponenten schreiben, dann haben wir als Ergebnis eine Folge, die sich immer genauer dem Wert von 4 hoch Wurzel 2 annähert. Und genauso können wir das auch im allgemeinen Fall verwenden. Wir können nämlich jede Zahl a hoch x mit so einer Folge definieren. Nun betrachten wir den Ausdruck minus 1 hoch 1/2. Wir wissen bereits, dass wir diesen auch als Wurzel anschreiben können, weil wir hier eine rationale Zahl im Exponenten haben. Das heißt, minus 1 hoch Wurzel 2 ist dasselbe wie die Wurzel aus minus 1. Bitte überlege nun selbstständig, warum die Wurzel aus minus 1 nicht definiert ist. Pausiere dazu das Video. Um das Ergebnis von Wurzel aus minus 1 zu bekommen, müssen wir uns überlegen, welche Zahl ergibt mit sich selbst multipliziert minus 1. Wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir schnell zu dem Resultat, dass es keine solche Zahl gibt. Und deshalb kann die Wurzel aus minus 1 nicht definiert sein. Nun betrachten wir noch ein paar Rechenregeln für Potenzen. Die erste Rechenregel und die vierte Rechenregel haben wir bereits in unserem vorigen Video kennengelernt. Die zweite und dritte Rechenregel sind sehr ähnlich. Was wir hier haben, ist eine Punktrechnung in der Klammer und außerhalb der Klammer den Exponenten. Das heißt, wir rechnen a mal b, das Ganze in Klammer, hoch x. Wir können diesen Ausdruck nun umschreiben und das x sozusagen in die Klammer hineinziehen und das Ergebnis ist dann a hoch x mal b hoch x. Genau gleich gehen wir bei der dritten Rechenregel vor. Gut, das war das zweite Video zum Arbeitsblatt Exponentialfunktionen. Im nächsten Video geht's weiter.